Was ist das? Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. Sparen Sie sich Ihre Nettigkeiten. Sehen Sie das? Das ist nicht meine übliche Tasse. Oder sehe ich so aus, als ob ich aus einer Tasse trinken würde, wo alter Sack draufsteht? Ist es denn echt zu fassen? Muss man denn hier alles alleine machen? Alter Sack. Sehe ich aus, als wäre ich ein alter Sack? Frau Lose, seien Sie einfach still. Einfach still sein. Ich möchte jetzt, dass Sie diese Tasse nehmen, sie entsorgen und mir auf der Stelle einen frischen, heißen Kaffee bringen, der in meiner Tasse genau 2 Minuten auf meinem gottverdammten Schreibtisch steht. Und wenn Sie schon dabei sind zu stehen, dann wischen Sie bitte diesen Schweißfleck vom Stuhl. Der zieht allerhöchstens Fliegen an, aber keine Kunden. Oder mögen Sie Schweißgeruch? Ach ja. Wie würden Sie das denn finden? Nehmen wir doch mal an, Sie sind jetzt die Chefin des gigantischen Bauunternehmens, haben ein 3-stündiges Meeting hinter sich und freuen sich schon sehr auf Ihren Feierabendkaffee. Sie rufen also Ihre liebe Sekretärin an und bitten Sie höflichst, wie immer, Ihrem Chef einen Feierabendkaffee zu machen, bevor Sie nach Hause gehen. Jetzt wird es spannend. Sie kommen also in Ihr Büro, völlig fertig natürlich, lassen sich auf Ihren Stuhl fallen und stellen dann fest, dass Ihr ach so lieber Feierabendtrunk in einer wildfremden, noch nie dagewesenen Tasse, wo vielleicht jede Arschkrampe rausgetrunken hat, serviert wurde. Frau Lose, denken Sie da bitte mal drüber nach. Schwingen Sie Ihren verdammten Arsch in die Küche und bringen Sie mir diesen gottverdammten Kaffee! Hier bleibt mir auch nichts anderes übrig, außer... Nee, da bleibe ich lieber hierbei. Frau Lo... Wagen Sie es gar nicht erst, Ihre Stimme gegen mich zu erheben. Ich habe diesen Scheiß lange genug mitgemacht. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich arbeite bereits 20 Jahre für diese Firma. Habe sogar miterlebt, wie Ihr Vater sie aufgebaut hat. 18 Jahre habe ich für Ihren Vater gearbeitet. Und nun, als er von uns gegangen ist, tauchen Sie, blöder Arsch, hier auf. Keine Ahnung von der Materie. Alles ist Ihnen in den Schoß gelegt worden. Und jetzt gehen Sie verdammt nochmal an dieses beschissene Telefon. Sonst schiebe ich Ihnen den Hörer als Blasenkatheter ein. Papa? Haben Sie das auch gehört? Hallo? Papa? Bitte was? Papa. Ich glaube, Sie haben sich wahrscheinlich geirrt. Hallo? Ach, Elisabeth! Ja, grüße dich! Ja, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht bei dir gemeldet habe, aber zurzeit ist es echt stressig bei mir. Mhm. Thank you.
Was machst du da, mein Schätzchen? Ich schaue der Sonne zu. Siehst du, wie die Sonne hinter den Wolken verschwindet und wieder auftaucht? Alles, was einmal fort war, taucht mit der Zeit wieder auf. Nein, mein Schatz, nein. Du hast es echt feucht hinter den Ohren liegen. Ich möchte einen Moment über die Familie sprechen. Sie haben eine Frau und ein Kind und sie wollen das Beste für sie? Sie wollen mit diesen Menschen etwas wagen und ziehen zusammen an einem Strang? Wir müssen ehrlicher und mutiger werden. Wir verlassen uns auf unsere Mittel, auf Freunde, auf Kollegen. Wir sind ein Team, denn wir alle haben Probleme, Prüfungen, Kummer, sogar Dämonen, mit denen wir kämpfen und das jeden Tag. Keiner soll alleine leiden. Wir sind eine Familie und so möchte ich in Zukunft diese Firma führen. Keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber eines weiß ich. Welche Probleme auch immer auftauchen werden, wir werden sie lösen. Und das gemeinsam. Ihr Herr Lüttke.